Wisst ihr nicht? Oder ist euch bang? Man feierte viel hundertmal Christi Geburt in diesem Saal. Jetzt soll's mal für die Kleinen sein. Gedimmt mit kleineren Lichterlein. Und krass, ich sehe doch dieses Mal nur Musiker. Schon ganz schön kahl. Es heißt heute Weihnachtsmusikal, damit auch stimmt die Gästezahl. Jetzt knurr doch nicht schon wieder los. Ich finde schon gewaltig groß, dass unsere Story immer noch die Kirchen füllt. Denn leider doch sind diese übers Jahr viel leerer, da es kaum noch gibt Verehrer, die diese Botschaft blank und bloß ins Herz reinlassen. Sorgenlos. Ja. Die Umfang. Heute ist man intellektuell. Ella, die Umfragewerte voll im Keller. Doch feiert man das Weihnachtsfest, auch Krisenfest in Potsdam-West. Schaut doch ganz ruhig in die Runde. Mir scheint, die Menschen haben Kunde, wie wunderbar es einst geschah, als ich ein junges Schaf noch war. Doch horch, ich höre schon den ach so wohlvertrauten Ton. Erinnerung kommt mir nun zurück und führt mich weit. Ich werd verrückt von meiner grünen Rentnerwiese in diese Nacht zum Paradiese. Kommt, lasst uns noch einmal verstehen, was damals sollte vor sich gehen.
Josef, dieser gute Mann, hielt immer wieder sorgsam an, ob denn die Reise nicht zu viel für sie. Denn näher kam ihr Ziel, das Kindlein bald doch zu gebären. Und nach der Mühe auch Trost zu finden. Sie kamen weit aus Nazareth und suchten nun für sie ein Bett in Bethlehem. Das war sehr voll. Das Volk zu zählen brachte viel Groll und keiner wollte ihren Platz gewähren. Wo sollte sie ihr Kind gewähren? Du stehst oft vor verschlossenem Tor. Es kommt dir maßlos schwierig vor. Du willst die Dinge richtig lenken und kannst dir keinen Ausweg denken. Musst einfach springen, tief hinein ins Menschenleben. Dankbar sein für jeden kleinen Augenblick. Dies bringt dich in dein Herz zurück. Thank you.
Ihren ersten Sohn. Wie? Ihren ersten Sohn. Hat sie denn noch andere Kinder gehabt? Was? Nö, nicht, dass ich wüsste. Och, das reicht doch so. Da hat sie recht. Ja, wenn ihr meint, dann reicht doch so. Ja! Thank you.
weiten Sternen. Die Hirten waren auf dem Feld, auch der Boot war weit in anderen Fernen. So träg und müde war die Welt. Wisst ihr noch, wie es kauerte? Wie lang die Nacht doch dauerte. Und alles schlief und horchte. Kein Tier mehr gern gehorchte. Und plötzlich in der dunklen Nacht leuchtet ein Stern in voller Pracht. Um den Stern eine ganze Schar von weißen Wesen. Sonderbar. Denk ich an jene Nacht zurück, erschien mir dieses größte Glück doch eher Misstrauen zu erregen. Ein Gott haut an, von wegen. Ein Mensch kam an und wurde dann von Anfang an oft missverstanden. Nur von Anfang an. Erst jetzt ist mir so richtig klar, wie groß der Sonnenaufgang war, der mit ihm kam in unser Leben. Es bleibt das Größte. Erdbeben! Thank you.
schläft der kleine König. Der Eindruck heute war es nicht zu wenig. Was soll's denn auch? Wozu das alles? Kennst du den Grund des Sündenfalls? Der Mensch fängt selbst zu wählen an. Was bringt mir was? Was hängt wo dran? Und schnell gerät er aus der Mitte, flucht und wütet, wenn ein paar Schritte zu weit aus seinem Kreis ergeht. Drum steht geschrieben, einer wird kommen, uns Elende zu erlösen, auch die Frommen. Doch wie das geht, frage mich immer. Bis heute hab ich da keinen Schimmer. Und jetzt ist er der Faxenmacher der Retter? Hein? Was für ein Lacher! Nun ja, er ja. Er ist es schon. Kommt nun zu uns als Gottessohn. Er bringt die Unschuld neu zurück. Es endet sich. Es endet sich das Lebensglück. Der Trick ist nur, du musst dran glauben. Sie heben hoch die Glaubenstrauben. Bist du befreit? Dann fliegt dein Geist, wie ein Ballon den Weg zum Himmel weist. Bleiben Zweifel in dir kleben, verpufft dein Glaube im Durchschnittsleben. Thank you.
Wirklich ist schon sehr schön.
Doch steht geschrieben, leider auch am Ende wird sich die Story mächtig trüben. Schließlich aber doch. Herr Dirigent, komm, folgerichtig schon das Sentiment. Doch horcht ganz ruhig jetzt, ihr beiden. Jetzt kommt, was so zu Herzen geht. Die schönste Stelle von dem Ganzen und wie Maria sie versteht. Die Reden, die ihnen die Hirten gesprochen.
Kommt keine Klage vor. Jetzt.